Hallöchen, meine Lieben, und willkommen zurück zu Ymir. Ihr fragt euch sicher, warum ich jetzt diese Symbole habe. Es gab ein Update von Ymir und die Fahnen wurden komplett überarbeitet. Das ist jetzt sozusagen das Resultat aus dem, was vorher war. Und es ist jetzt ja ein bisschen her. Ich hatte Urlaub zwischendurch. Das heißt, ich bin gerade recht frisch in Ymir. Ich muss mal kurz gucken, was wir machen müssen. Und auf jeden Fall, ich bin zurück. Danke, dass ihr so eifrig trotz allem auch zwischendurch die Videos geguckt habt. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, dass ab und zu trotzdem was kam. Und wir gucken jetzt einfach mal in unsere Siedlung rein. Wir haben ja hier die Baustellen. Die Elders-Konzile wurden, das Elder-Konzil hier ist im Auftrag gegeben. Wir haben eins am Laufen. Wir haben nicht volle Bevölkerungsstärke, aber es wächst zurzeit. Und ich hoffe, durch die Konzile erreichen wir dann nach und nach weitere Forschungspunkte. Was auch angesprochen wurde, war Bauschlachter. Dann könntest du eventuell die Forschung bezüglich der Tierzucht schneller erlangen. Deswegen errichte ich hier gleich zwei Schlachtbetriebe. Direkt neben den Leuten hier, weil hier ist das Lager dieser Tiere und wir können die Schlachter, glaube ich, sogar irgendwann wegbewegen. Und wenn nicht, ist auch egal, dann stehen sie halt hier. Wir haben insgesamt vier von den Hirschen, also Rehen, eine Kuh, vier Kaninchen. Das heißt, für mich jetzt, wir lassen das mal offen, genutzt werden soll nur die Kuh. Und wenn hier dann jemand arbeitet, ja, wird ein bisschen Fleisch hinzugewonnen. Hier, dann steht hier nicht mehr minus 3, 4, dann steht hier vielleicht minus, was weiß ich, 3 oder so. Auf jeden Fall brauchen wir halt zwei Arbeitskräfte, die jetzt nach und nach dazukommen. Wenn hier Population wächst um 3, das ist praktisch, das ist gut. Insgesamt haben wir alle Gebäude geupdatet. Das heißt, wir brauchen keine anderen Felder. Ist nicht notwendig. Wir brauchen einfach nur Holz, können größere Häuser bauen, haben genug Leder in der Produktion auch, nämlich ein plus 0,8. Das ist okay. Holz plus 1,1. Und so kommen wir nach und nach an Ressourcen ran. Unsere Verteidigung sieht auch sehr gut aus, denn wenn ich hier drauf gehe, haben wir nicht nur Fernkämpfer, sondern wir haben auch Wolfskämpfer. Wir haben eigentlich alles in der Defensive Zone sozusagen drin, was wir benötigen, um uns zu verteidigen. Ebenfalls hoffe ich, dass wir bald dann die Forschung so weit bringen, dass wir Abwehrtürme bauen können. Dass wir noch einen Schritt weiter in Richtung einer sicheren Siedlung. Mit dieser Steinwand wollte ich was anfangen, was ich nicht zu Ende bringen kann, solange wir keine Mudbricks haben. Dafür brauchen wir aber Äxte. Dafür brauchen wir Kupfer. Das haben wir hier nicht. Dafür müssen wir ein Feld nach oben siedeln. Ich glaube, ein Feld. Dort ist Kupfer. Damit können wir dann fortwährend Äxte bauen. Das heißt, wir brauchen aber halt diese kleine Siedlung. Was ich mir überlegt habe, wir könnten auch tatsächlich die Barbarensiedlung übernehmen. Da war auch Kupfer. Und sehr viel Nahrung. Das wäre also nochmal möglich. So, wir haben jetzt hier das Konzil voll. Dieses machen wir erstmal aus. Denn ich hätte hier gerne ein paar Schlachter drin. Eben damit die Forschung da etwas entsteht. Dass sie vielleicht sehen, oh, wir verbrauchen ja richtig Tiere. Tierzucht wäre nicht schlecht. So. Aber dafür brauchen wir, wie gesagt, Soldaten. Quatsch. Bürger. Hier ist auch noch was. Auch nochmal ein Deer. Wie viele Jobs sind denn derzeit? Zwei. Ja, das sind die beiden Schlachterjobs, die gerade möglich sind, bezogen zu werden. Da wir ja hier diesen Slum auch irgendwann weghaben wollen, gehen wir ein bisschen weiter in Richtung Viertel. Bauen mit dem Holz, was wir hier gewinnen, dann auch die ersten Wohnungen. Und das Schöne wäre natürlich, wenn wir Äxte hätten, könnten wir auch unsere ganzen Holzfäller upgraden, weil dann hätten wir auch irgendwann Holzfäller Stufe 2 und so. Das sind nämlich noch Stufe 1 der Holzfäller. Holz ist derzeit Mangelware.
Insgesamt haben wir einige Betriebe auf Sparflamme, weil wir halt mehr Leute brauchen. Aber je mehr Leute wir bekommen, desto höher steigt auch der Konfliktwert. Und es wird halt auch Zeit, dass wir bald politisch uns verbessern in Richtung Marktstände und so weiter und so fort. Potatoes. Wir können ein Kartoffelfeld wieder bauen. Das kommt hier hin. Hier kommt dann das nächste hin noch. Dann haben wir bald das zweite Haus voll belegt mit Kartoffeln. Das arbeitet voll. Das arbeitet voll. Insgesamt haben wir eine gute Apfel. Oh! Wir könnten die Granary 2 bauen. Nahrungslager 2. Nahrungslager? Ja. Das ist eine schöne Forschung. Die ist gut. Was müssen wir dafür aufbauen? 10 Fleisch, 5 Farmer. Das finde ich okay. Das dauert auch nicht so lange. 14 Minuten. Okay, ich nehme es zurück. Aber wir schaffen es damit. Machen wir mal eben. 14 Minuten. Dadurch sinkt jetzt die Wachstumsrate gleich, weil wir weniger Nahrung produzieren auf den Farmen. Aber ich glaube, der Schlachterbetrieb ist jetzt mit einem schon am Arbeiten. Ja, der arbeitet. Gerade eben reingesprungen. Die Produktion der Kuh, oder die eine Kuh, die ist hier, wird gleich reduziert. Und ich hoffe, dann wird hier ein bisschen geschlachtet. Das wäre gut. Denn wir haben nur noch einen Job zur Verfügung zurzeit. Das heißt, da wandert gleich dann hoffentlich der andere entstehende freie Arbeiter rein. Dann öffnen wir dieses Konzil. Das heißt, politisch uns vielleicht auch ein bisschen weiterentwickeln. Je mehr Konzile wir haben, desto eher ist die Chance, dass wir uns auch einer politischen Forschung widmen können. Wir haben sehr viele Javelins, deswegen stellen wir derzeit auch keine Waffen mehr her hier oben. Brauchen wir einfach nicht. Wo wir derzeit Mangelware haben, sind mit Haken. Hämmer haben wir auch gut. Leder steigt auch gut. Holz haben wir plus 1. Ich werde diesen Slum wegkriegen. Aber es ist halt nicht so einfach, wenn wir nicht genug Holz produzieren zurzeit und Leder. Deswegen können wir die Bauten nicht so schnell erhöhen. Holz kriegen wir nicht so schnell. Es wurde auch gesagt, hier, greif die Nachbarortschaft an, dann hast du da sehr viel zum Looten immer. Ja, stellt euch mal vor, ich mache das und dann werde ich von rechts angegriffen. Das heißt, die Angreifenden, das heißt die Formation hier, die angreift, das ist die Wolf-Formation mit den Nahkämpfern hier. Das sind, wie viele sind das? Wir haben hier einmal die Wölfe. Da gehe ich hier mal rauf. Wir haben einmal 10 Nahkämpfer, 6 Wolfskrieger. Dazu brauche ich jetzt locker nochmal ein paar Fernkämpfer und Wolfe und Nahkämpfer. Vielleicht nochmal so 20 Leute mehr und dann greife ich da an. Das könnte passieren, ja. Aber das ist halt ein Vorkommen, welches... Ja, wir haben nicht so viel Bevölkerung zurzeit. Leider. Jawohl, Leadership. Jetzt geht's langsam in die richtige Richtung. Das ist sehr gut. Erforschen. Leadership ist die erste politische Sache. Leadership bedeutet, dass wir eine Führungsperson haben. Das reduziert etwas die sogenannte Konfliktträchtigkeit durch alle dürfen alles haben. Der Anführer kann einiges an Geld einstecken. Common Good, Protector of the People, das sind Policies, die wir dann haben. Finde ich klasse. Langsam wächst dann wieder die Forschungsgewalt schon fast. So, wir machen hier jetzt auch ein bisschen Leder mehr. Ist auch sehr praktisch. Aber auch Fleisch. Wir haben jetzt noch minus 2,6. Das heißt, wenn wir Tiere züchten könnten, könnten wir unser Nahrungsproblem jetzt schon ziemlich schnell klären. Das heißt, ich hoffe darauf, dass wir hier schnell in Richtung der Tierzucht gehen. Oh, und ich sehe gerade, der Konflikt geht bis 70 jetzt hoch. Erhöht sich etwas. Die Forschungen laufen gut. Beides 200% Forschungen, glaube ich.
Und seitdem wir diese eine Ortschaft attackiert haben, kommt nichts weiter. Ist euch auch schon aufgefallen, denke ich. Wir werden gerade nicht angegriffen. Das ist sehr praktisch. Denn wir haben diese Ortschaft ganz schön platt gemacht. Das heißt, die nächsten Angriffe, die wir erwarten, werden wir mal gucken, wann die kommen. Guck gerade, ob wir irgendwas noch bauen könnten zwischenzeitlich. Wir könnten auf jeden Fall ein Haus wieder bauen, weil wir 2 Holz bekommen haben. Wir erweitern etwas unsere Siedlung. Holz ist halt wirklich Mangelware, ne? Keine Berufe zurzeit zur Verfügung. Das heißt, wir öffnen das andere Konzil, wo dann die Offiziellen arbeiten können. Die Officials. Dann denke ich einfach mal, klappt das alles. Die Forschungen sind fertig in 3 Minuten und hier in 10 Minuten. Das heißt, wir erleben auch beides heute. Ich würde ja gern mehr bauen, ne? Dafür brauchst du aber die Ressourcen einfach. Und am Anfang wächst es halt nicht so stark. Ich würde auch gerne mehr Töpfe aktivieren. Und dafür wird halt Holz verbraucht. Und Töpfe ist derzeit auf ein Plus-Minus. Demand 3. Idealerweise wären 100. Oh ja, und es arbeitet schon der erste hier. Das sehen wir daran, dass hier gerade Justice dazu gekommen ist, mit 3% wieder. Das senkt dann auch den Konflikt bald wieder. Loyalität geht runter auf 73, schade. Oh, und wir haben eine Kartoffel mehr. Das heißt, wir können dieses Feld hier, das hier oben, jetzt auf 100 bringen. Fast. Schauen wir mal kurz, wie viele Felder hat er jetzt? 12, der hat 15. Der arbeitet deshalb jetzt 100%, weil einige Leute hier oben zur Forschung abgezogen wurden. Deswegen ist da jetzt nicht so viel Plus bei den Kartoffeln, sondern nur 1,7. Sonst wird es mehr. Aber die Forschung ist, wie gesagt, gleich fertig. Immer noch einer. Es gibt halt auch jetzt zurzeit keine Familien im Umkreis, die ich sammeln kann, weil wir so viel schon erforscht haben. Es gab auch... Moment, das können wir natürlich mal ausprobieren. Einfach mal als Gag. Es gab jemanden, der gesagt hat, hier, schick eine Frau raus. Eine einzige Lady, weil du davon so viele hast. Die ist jetzt hier drin. Und mit der gehe erforschen. Also entweder mache ich das jetzt und die kommt auch an und packt das alles, oder aber... Die ist schneller weg, als uns lieb ist. Was wir tatsächlich machen könnten, ist hier mal vielleicht rüber gehen oder gucken, was hier rechts kommt. Da waren wir ja noch gar nicht. Sie führt jetzt keine Nahrung mit sich. So, bis hier waren wir schon. Lassen wir sie mal kurz ankommen. Gehen dann hier hin. Da kommt auch was. It's a shame. Und weg ist er. Gut, das haben wir alles nicht erforscht hier. Super, so schnell kann man also draufgehen. Eine noch. Eine schicken wir noch raus. Die junge Dame hier. Die darf das auch nochmal machen. Wenn man da draufging, dann hoffe ich einfach mal, dass hier oben nicht draufgegangen wird. Meine Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht können wir eine Familie finden und kriegen ein paar Arbeitskräfte. Mal gucken, was hier so auftaucht. Da ist noch nichts. Da sind wilde Bären. Und it's a shame. Okay. Wilde Bären aufgedeckt. Hier ist nichts weiter. Das ist schon... Gar nicht mal die allerbeste Idee, glaube ich, das so zu machen. Da verlieren wir eher Säue unnötig. So viel zu diesem Tipp. Den mache ich nicht nochmal. Das ist widerspricht auch meiner Logik in Spielen. Warum soll ich eine Frau auf Erkundung schicken? Eine alleine. Im Sinne von los, Weib, lauf. Du schaffst das bestimmt. Wir haben es gesehen. Hat nicht ganz geklappt.
So, jawohl. One Porco to rule them all. Wir haben folglich eine Policy, die wir wählen können. Protector of the people. Add. Haben wir sonst noch was? Und Common Good. Apply. Sehr gut. Hier ist noch nichts dazu gekommen. Ich glaube, hier auch nichts, ne? Nee. Und hier? Leadership. Mit Leadership gucken wir mal, was sich da verändern würde. State Power steigt. Und der Konflikt sinkt. Ja, sehr gut. So. Jetzt haben wir ein Leadership als, also ein, jetzt haben wir eine führende Person. Das hier unten ist das, was sich die Person selbst einstreicht. Wenn wir soweit sind und sagen, dass wir einen Markt etablieren und eine Währung etablieren und so weiter und so fort, dann ist das ganz wichtig, denn dann machen wir hier so 20% und geben alles für den Staat dann wieder aus im Nachhinein. So können wir dann den Markt etablieren. Das ist gut. Cool, dass das so gut klappt jetzt. Das heißt, Konflikt geht runter auf 49. Loyalität geht hoch bis 100. Klasse. Glücklich. Sehr gut. Super. Was soll ich sagen? Gefällt mir. Haben wir irgendwie Arbeitslose? Nö. Immer noch keiner dazugekommen. Zwei Arbeitsplätze zur Verfügung. Zwei? Oh, zwei Offizielle können arbeiten. Hier ist einer gestorben anscheinend. Nicht gut. Die Forschung hier läuft auch noch. Mit der besseren Lagermethode für Nahrung. Das können wir dann hier oben etwas besser bauen, würde ich meinen. Wie sieht es hier aus? Haben wir wieder eine Kartoffel? Ja. Wir hätten wieder eine. Der hat ja nur 12 Felder. Das heißt, wir bauen vorsichtshalber hier nochmal was dazu. Jetzt hat er 13, 14, 15, das machen wir voll. Dann hat, gucken, wie viel Prozent er hat, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Müsste ja in 3 Minuten circa soweit sein, ne? Ja, knappe 3 Minuten. Fast. Aber an sich ist das eine sehr positive Entwicklung, wie ich jetzt finde. Justice geht auf 16% schon hoch. Aber der Doktor ist noch nicht so weit. Also wir bräuchten eventuell, sind die alle am Arbeiten? Alle Ärzte? Ja. Wir bräuchten eventuell, wenn das 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ärzte, 40% abgedeckt durch 6 Ärzte. Dann könnt ihr ja hochrechnen, brauchen wir mehr als 12 von diesen Gebäuden. Und dann hätten wir erst 80%. Das heißt, für 100% brauchen wir locker 15, 16 Ärzte. Krass. Krass, krass, krass. Braucht jeweils 5 Holz. Aber wir wollen die Slums erstmal loswerden. Allein das hilft mit der Gesundheit. Ist nicht so einfach. Aber die ziehen dann immer ein in diese Hütten, die wir hier für sie bauen. Die an der Lebensqualität nämlich fallen. Wir haben hier eine Life Quality von 9, Vital Needs von 68 gerade nur. Das liegt daran, dass die Forschung läuft. Das steigt dann gleich wieder, wenn wir das hier erreicht haben. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ah, wenn wir das hier wirtschaftlich am Laufen haben, dann wird das richtig gut. Praktisch wäre es natürlich mit weiteren Mitspielern. Ist ein bisschen schwer mit einem Let's Play dieses Spiel mit Mitspielern zu betreiben, weil die können nur dann spielen, rein theoretisch, wenn ich aufnehme. Das heißt, wenn ich aus der Reihe tanze und mal aufnehme um 12 und sage, ach, jetzt habe ich gerade heute frei, dann ist es klar, dass dort dann nicht so viele Mitspieler hinzukommen.
außer ich spiele auf einen durchgehend laufenden Server. Das wiederum hätte das Risiko, dass wir natürlich nach dem Einloggen ein paar Stunden noch also angreifbar sind. Und dort, ja, das wäre schwieriger. Sagen wir es ganz vorsichtig, es wäre schwieriger. Aber das sei jetzt mal dahingestellt. So, hier arbeiten jetzt drei und hier arbeiten zwei. Das heißt, ein Job kann noch vergeben werden. Und danach können wir den anderen Schlachter aktivieren, der sich dann auch um Kühe kümmert, erstmal primär. Ja, primär soll er sich um Kühe kümmern. Wenn hier oben gleich dieser eine Job wegfällt, dann geht das. Eine Minute noch, dann haben wir die Forschung. Super, dann haben wir in dieser Folge auch schon wieder ein bisschen was auf die Beine gestellt. Das erfreut mich. Und wir sehen dann gleich den Unterschied. Die Farmer sind ja gerade am Forschen. Das heißt, hier oben wirkt sich das ein bisschen aus, weil die Leute weniger Kartoffeln bekommen, weniger Äpfel kriegen, weil ich denke, ja, auch hier arbeiten ein paar. Ja, arbeiten auch hier ein paar Leute. Wir schauen mal, wie sich das gleich verändert. Oh, 408. Der Beruf ist jetzt vergeben. Der andere offizielle. Das heißt, wir können den Schlachter öffnen. Das heißt, hier wandern die nächsten beiden Berufe rein. Und danach könnten wir uns eigentlich darum kümmern, die Armee etwas aufzubauen. Obwohl ich auch Holz bräuchte. Obwohl plus Holz, Leder ist beides im gleichen Plus. Und es hat auch funktioniert. Und jetzt sehen wir das gleich. Derzeit 070968. Hier geht es jetzt hoch auf plus 2. Minus 1,5 ist ein bisschen wenig minus. Weil wir etwas ablagern von 2. Ah, eigentlich müsste es sich, glaube ich, etwas verändern, weil wir jetzt halt mehr Nahrung wieder produzieren können. Mal gucken, inwiefern sich das dann irgendwie hier darstellt. Wir haben 409 Bürger, ja, 70 jetzt. Das ist da allein der Unterschied mit dieser Forschung gewesen. Und das heißt, jetzt sind wieder keine Forschungen verfügbar und wir haben das Ende der Folge erreicht. Ich wünsche euch noch alles Gute. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei mir heute. Ein bisschen an der Farmwirtschaft gefeilt, ein paar Forschungen erledigt, einen kleinen Erkundungstrupp losgeschickt. Ein bisschen was haben wir immer zu tun. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal bei mir. Haut rein. Tschüss.